So Leute, wir gehen jetzt wieder runter in die Küche und dann, Leute, mixen wir das, ich sag Leute, mit noch mit dem Stück von Phantom seinem Anzug. Also Leute, gehen wir jetzt mal runter. So Leute, ich hoffe, ihr versteht mich noch. Also Leute, hier mixen wir das jetzt zusammen, Leute. Hier die Puppe mit einem Haar von Phantom. Oder mit einem Phantom, wir haben hier die Voodoo-Puppe. So, jetzt drücken wir den nur noch aus. Oh und nein, was? Okay, Leute, jetzt soll das Ritual funktionieren, Leute. Oh Mann, Leute, ist das... Oh, welches Ritual? Also, Leute, stellen wir Phantom direkt mal eine Frage. Hm. Oh, toll. Jetzt habe ich eine Voodoo-Puppe. Naja, also, ihr Rocky Game Master, stell mir eine Frage. Okay, Phantom, von woher hast du deine Handschuhe? Vom Ikea gekauft. Verdammt, es funktioniert. Oh mein Gott, Leute, Phantom hat seine Handschuhe einfach vom Ikea. Alter, deshalb gehen diese schnell kaputt. Verdammt, hör auf, so über meine Handschuhe zu lästern. Die Handschuhe sind cool. Leute, wie findet ihr meine Handschuhe? Aber... Verdammt, es funktioniert. Also. Okay, Phantom. Nächste Frage. Also, Phantom. Stellen wir dir jetzt eine Frage. Phantom, wie siehst du unter der Maske aus? Ich hab Akne. Und mein Gesicht ist rot. Verdammt. Oh mein Gott. Ja, Phantom, dann behalt deine Maske lieber auf. Alter, es funktioniert. Okay. Kommen wir zur nächsten Frage, Phantom. Warum stinkst du so und wie lange hast du nicht mehr geduscht? Keine Ahnung, warum ich stinke und ich habe seit 4 Wochen nicht mehr geduscht. Verdammt! Es funktioniert wirklich. Verdammt. Okay, Phantom. Jetzt stellen wir dir die nächste Frage. Also, Phantom, magst du Forky? Ja. Er ist niedlich. Oh mein Gott. Alter, Phantom mag also doch Forky. Alter, naja. Jeder mag Forky, seitdem er lieb ist. Sogar Phantom mag ihn. Verdammt, es funktioniert. Funktioniert leider. Die Voodoo-Puppe hat so viel Kontrolle über mich. Naja, dafür habe ich meine Handschellen nicht mehr an. Aber, oh Mann. Okay, Leute, jetzt stellen wir eine sehr, sehr wichtige Frage. Also, Leute, fragen wir direkt. Phantom, wo ist das Fußball-Emoji-Heft? Es befindet sich bei einem Busch. Es funktioniert. Oh mein Gott. Fragen wir direkt die nächste Frage. Phantompuppe, an welchem Busch befindet sich das Heft? Es befindet sich an einem geheimen Weg, wo ihr auch das XOXO-Herz gefunden habt. Oh mein Gott, ich weiß, wo das ist. Ich weiß, wo dieser geheime Weg ist. Leute, ihr kennt doch noch die Folge, wo wir das XOXO-Herz gefunden haben, dieser Schleichweg. Oh nein, verdammt, na toll. Jetzt hat Ayawaki Game Master sein Heft auch schon bald wieder. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott, Leute, ich gehe direkt los, um es zu holen. Forky, passt nie so lange auf Phantom auf, oh Mann. Oh Mann, Forky wird so lange auf dich aufpassen, Phantom. Und wir machen ja noch einen Sensor ran, aber warte mal. Das ist 5 Minuten von dir weg oder halt, wenn ich mich beeile, auch nur 2. Aber in den 2 Minuten hören wir das ja nicht, diesen Sensor, wenn Phantom abhaut. Ach, verdammt. Ich glaube, okay. Ich glaube, Forky muss auf Phantom aufpassen. Dann übernimmt Forky so lange das Phantomverhör. Also, okay. Bis gleich, Leute. Okay, ja, Forky, du hast recht. Jetzt sind wir hier ganz alleine. Ohne Ayawaki Game Master. Also. Was ist denn die nächste Frage? Warte mal. Warum ich Gamey böse gemacht habe?
Ich habe Gang böse gemacht, damit er wieder mein Freund wird, so wie früher und ich gegen eine Walkie-Gangster kämpfen kann. Ich muss mir gegen diese Voodoo-Puppe was einfallen lassen. So kann dieses Spiel nicht weitergehen. Ja, Forky. Ich weiß, es funktioniert leider. Also, warte mal, was? Woher ich mein Kostüm habe, das geht euch überhaupt gar nichts an. Mein Kostüm ist ja schon halb kaputt, weil ihr mich die ganze Zeit jagt. Warum sollte ich euch das sagen? Dann öffnet nochmal die Puppe. Toll. Ich habe mein Kostüm von den Power Rangers. Da ist doch auch einer lila. Ja, ich habe mich dran inspiriert. Verdammt, jetzt weißt du auch wie mein Kostüm. Ich kann es einfach nicht fassen. Ach, Gott. Okay, was ist die nächste Frage? Wie, warum ich so einen komischen Umhang anhab? Dieser Umhang ist gar nicht komisch. Und warum ich den trage, geht euch auch nichts an. Warte mal, hast du gerade die Puppe was gefragt? Funktioniert wohl nicht mehr, hä, Forky? Jetzt bist du machtlos. Oh nein, es funktioniert wieder. Oh. Ich habe so einen komischen Umhang an, damit ich aussehe wie ein richtiger Phantom, wie in diesem Grundfilm. Verdammt. Ich fasse es einfach nicht. Die Puppe hat einen zu starken Einfluss auf mich. Warte. Was ich in den nächsten Minuten so vorhab? Ich werde ausbrechen und werde dich erwürgen. Na toll. Super. Mein ganzer Plan ist futsch. Die Voodoo-Puppe scheint die stärkste Waffe aller Zeiten gegen mich zu sein. Mein Plan, er wurde eiskalt ruiniert. Aber nun ja, alle schlechten Spiele haben Konsequenzen. Und Forky, dein Spiel wird auch noch Konsequenzen haben. Die Handschellen habe ich ja schon aus. Und früher oder später bin ich ausgebrochen und du wirst verlieren. Ich werde mich hier schon noch befreien. Also, irgendwie komme ich hier raus. Und der Zauber der Voodoo-Puppe wird schon noch nachlassen. Dafür garantiere ich, so wahr ich Phantom heiße. Leute, wir sind jetzt hier in diesem Dornlabyrinth, Leute. Schaut euch das an. Da drüben ist alles vollgewachsen. Leute, und hier soll irgendwo das Heft sein. Oh, Leute, hier vielleicht? Na, nee, Leute. Hier ist nix. Hier ist ein Blatt. Oh, Mann, Leute. Hier ist Brennnessel oder Dorne. Nee, Leute, das... Nee, hier ist ein Garten mit einem Haus. Oh, Mann, wer will denn in so einem Dornlabyrinth hier leben? So, nee, seht ihr da was? Ah, nee. Hätte ich schwören können, da wäre was Grünes. Das war aber nur von dem Gras. Weil auf dem Emoji-Heft, wenn ihr die Folgen verfolgt, wisst ihr ja, da ist auch Gras drauf. Na, nee, Leute, da oben ist es nicht. Nee. Warte mal, Leute, ich weiß, wo es ist. Ich glaube, da hinten müsste es irgendwo sein, Leute. Oh mein Gott, Leute. Leute, ich finde, seht ihr es? Hier ist das Heft. Alter, Leute. Holen wir es sofort. Oh mein Gott. Leute, und das werden wir Phantom dann gleich vor die Nase klatschen, Alter. Wir haben seine
einfach seine komplette Ehre genommen, Leute. Und jetzt ab zurück ins Hauptquartier, schnell zurück zu Forky.